Sure Gorillas und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich darf euch auf jeden Fall herzlich begrüßen zu diesem heutigen Testvideo. Heute werden wir den neuen Golf hier mal ausprobieren, den wir heute zum Sommer-Update bekommen haben, und zwar den BF Club in der Kategorie Kompaktwagen. Wir werden den auf jeden Fall gegen vergleichbare Fahrzeuge antreten lassen und gucken, ob er eventuell der neue Platzhirsch hier am in der Lobby ist, beziehungsweise generell hier im Game. Und zwar, bevor wir jetzt hier aber anfangen, habe ich noch eine gute Nachricht für euch. Und zwar besteht jetzt die Möglichkeit, zwei weitere Garagen beziehungsweise zwei weitere Apartments hier zu kaufen. Das heißt, ihr könnt jetzt zwei weitere 10er Garagen kaufen, falls ihr irgendwie Platzmangel habt. Ich habe das jetzt auch nur bei mir im Discord im Nachhinein mitbekommen. Auf jeden Fall Dankeschön für die Nachricht. Und dementsprechend habe ich das vergessen im Stream zu erwähnen. Und deswegen kaufe ich jetzt mir hier noch zwei weitere Garagen. Denkt auf jeden Fall daran, Leute. Gönnt euch zwei weitere Garagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt gleich hier auf der Teststrecke, wo wir dann den neuen BF Club testen werden. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier auf der Teststrecke. Und zwar wurde die Teststrecke etwas angepasst, denn wie ihr mitbekommen habt, hat Rockstar Games auch den Editor angepasst und ein paar neue Elemente hinzugefügt. Deswegen mussten wir hier die Strecke auch wieder ein bisschen anpassen, weil das ein oder andere Element dadurch verloren gegangen ist. Ihr könnt ja gerne mal den Editor abchecken. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Leute, wir checken jetzt was anderes ab, und zwar gucken wir mal, was ist jetzt hier der schnellste Kompaktwagen. Wir haben ja heute den BF Club dazu bekommen. Aktuell haben wir halt den Prioso, der immer noch der schnellste ist. Und wir wollen einfach gucken, ob der BF Club ihn heute ablösen kann. Denn der Prioso ist halt so im Gesamtpaket auf dem Rundkurs immer noch das beste Auto. Und der Kenjo, der war auch auf jeden Fall nicht schlecht. Der hatte eine sehr, sehr gute Höchstgeschwindigkeit. Und dann haben wir hier nochmal als Mittelwert vielleicht den Aspo, den Dinka Blister haben wir am Start. Dann haben wir noch den EC Classic und noch ein paar weitere Fahrzeuge, die so just for fun dabei sind. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich steige jetzt in mein Auto ein und lasse jetzt hier gleich eine Haftbombe explodieren. Und dann gucken wir mal, wer das schnellste Auto ist jetzt hier. Und nochmal so als kleinen Überblick, von Fahne zu Fahne sind es 200 Meter. Wie man sehen kann, da ist die nächste Fahne und dahinter die nächsten 200 Meter. Und das geht dann 1 Kilometer lang so. Und sobald wir 1 Kilometer überschritten haben, kommt die nächste Fahne erst an dem folgenden Kilometer. Insgesamt ist die Strecke sehr, sehr lang. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall auf unser Topspeed kommen. Und gucken wir einfach mal, wie das Ganze hier dann aussieht. So, okay. Die Haftbombe ist platziert. Wir werden jetzt herausfinden, wer die beste Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit hat. Ich würde sagen, let's go. Und Vollgas. Oh, der Prioso, der jumpt richtig nach vorne. Der Kanjo hat einen richtig schlechten Start erwischt. Und oh, wir kommen schon richtig schnell dem Prioso nahe. Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Also den Prioso, den haben wir nach relativ kurzer Zeit schnell eingeholt. Und der BF Club jumpt nach vorne. Hatte auch die beste Höchstgeschwindigkeit. Man sieht auch jetzt, der Kenjo, der ist auch an dem Prioso vorbeigefahren. Und so wie es aussieht, haben wir hier in Sachen Höchstgeschwindigkeit auf jeden Fall einen neuen, schnellsten Kompaktwagen, was mich sehr, sehr freut. Hätte ich nicht gedacht, also ich muss ehrlich sagen, objektiv betrachtet, hatte das Auto mir in der Open Lobby so eher den Eindruck gemacht, dass er nicht so schnell ist. Das hängt wahrscheinlich ein bisschen mit der Beschleunigung zu tun, da ist der Prioso noch ein Ticken besser. Aber wir werden auf jeden Fall gleich sehen, wie der Wagen dann in der Rundenzeit ist. So, gucken wir mal. Da kommt auch jetzt der Rest. Okay, sehr schön, sehr, sehr schön. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Wir werden jetzt den BF Club mal im Handling ein bisschen anschauen, ob der Wagen
Ja, er untersteuert, übersteuert. Normalerweise müsste der Wagen untersteuern, weil das einen Frontantrieb hat. Und wir gucken jetzt einfach mal, ob das relativ schnell oder eher langsam geht, ob er stabil ist oder nicht. Let's go. Bisschen Wheelspin am Anfang. Okay, ein bisschen vom Gas runtergehen. Aber Manöverwechsel geht relativ zügig und relativ gut. Gefällt mir, macht einen guten Eindruck. So, okay, also das Handling sah schon relativ gut aus. Wir werden jetzt mal gucken, wie der Wagen ist, wenn wir voll in die Eisen gehen. Das heißt, wir werden jetzt hier einen kleinen Bremstest machen. Wir werden jetzt hier voll durchbeschleunigen bis zur roten Linie. Und ab der roten Linie machen wir eine Vollbremsung und gucken mal, wie lang der Bremsweg von dem BF Club ist. Ich würde sagen, let's go. Also hier wieder Brioso, sehr guten Start hingelegt. Und rote Linie, Vollbremsung. So, also man kann sehen, der BF Club hat einen Bremsweg, der fast eine Wagenlänge länger ist als beim Brioso. Der Kenjo hat einen ähnlich langen Bremsweg. Aber ich würde sagen, das ist alles noch relativ im Rahmen. Gucken wir mal, wie der Wagen auf Hindernisse bei Unebenheiten reagiert. Einfach mal jetzt hier knallhart drüber fahren. So, oh, das macht er wirklich gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und zwar ist es halt ganz, ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel über Bordsteinkanten fahren oder so, ob der Wagen zum Ausbrechen neigt oder ob der Wagen irgendwelche Fehler macht. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben jetzt hier noch für die Geländewagen haben wir hier eigentlich noch so eine kleine Kategorie, wo wir die Autos nochmal auf Verschränkung und Steigung überprüfen. Das werden wir jetzt nicht machen. Dazu ist der Wagen zu tief. Aber was wir machen können, ist, dass wir den Wagen auf der Steigung hier mal testen können. Ob der Wagen genug Dampf hat, um hier hochzukommen. Im Übrigen werde ich auf jeden Fall diese Strecke, also unsere Teststrecke, werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr euch gerne markieren und selber mal die Erfahrung machen, hier zu fahren. So, ich würde sagen, ich gebe Vollgas hoch. Ab der roten Linie versuche ich zu bremsen. Und ab der roten Linie bleibe ich dann stehen und gebe dann nochmal Gas, versuche den Berg hochzukommen. Let's go. Also, wir haben am Anfang hier Traktionsprobleme und kommen den Berg erst gar nicht hoch. Da fehlt es uns wirklich an Drehmoment. Der Wagen, der hat einfach nicht genug Leistung, um hier hochzukommen. Die Frage ist, wie sieht es eigentlich bei dem Brioso aus? Kommt der Brioso hier hoch? Ich würde sagen, da gucken wir auch noch mal ganz kurz. Jawohl. Ja, beim Brioso sieht es besser aus. Da sieht es auf jeden Fall besser aus. Der kommt hier easy hoch. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Okay, perfekt. Der Easy Classic, der hängt einfach auch so in der Mitte. Also, da fehlt es noch ein bisschen an Drehmoment. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier respawnen und dann nochmal auf den Rundkurs fahren. Und dort werden wir dann gucken, wie der BF Club auf dem Rundkurs ist. Aktuell haben wir die Bestzeit vom Brioso mit 58,7 in der Kompaktwagenklasse. Und wir gucken einfach mal, wie der BF Club sein wird. So, okay, Leute, wir sind jetzt hier auf dem Rundkurs und werden jetzt schauen, wie der Wagen sich auf dem Rundkurs verhält, ob der im Gesamtpaket der neue beste Kompaktwagen ist. Also, was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, vom Tuning her gefällt das Auto mir so sehr, denn durch die neuen Felgen, die wir dazu bekommen haben, wertet das Ganze nochmal richtig alles auf. Und diese Anlehnung an Golf 1 ist einfach eine Rarität und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, wir gucken jetzt einfach mal, wie das Auto auf dem Rundus ist im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen. Ich würde sagen, let's go. Am Anfang wird es auf jeden Fall ein bisschen durcheinander geben, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Let's go. Wer hat die Mülltonne hingestellt? So, okay. So wichtig ist, dass ich einfach durchgekommen bin.
Und an dieser Stelle, also wir werden die Fahrzeuge, werden wir auf jeden Fall hier kein Curve-Boosting betreiben, also ich zumindest, weil ich ein objektives Ergebnis erzielen möchte, weil alle getesteten Fahrzeuge unter denselben Umständen getestet werden und somit können wir eigentlich ein ordentliches Ergebnis erzielen. So. Also vom Bremspunkt war das eigentlich ganz in Ordnung. Dann gucken wir jetzt mal hier, wie er die Kurven so schluckt. Also die ersten paar Meter, muss ich ehrlich sagen, gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal hier ein paar Runden und dann melde ich mich nachher und gebe euch zu dem Fahrzeug ein Fazit. So, wir sind jetzt hier in der 9. Runde und verdammt tut das gut, mal wieder ein positives Fazit bei einem Fahrzeugtest zu machen. Denn ich muss ehrlich sagen, der BF Club, der macht wirklich einen super Eindruck. Seine Höchstgeschwindigkeit kann er auch auf jeden Fall nochmal hier bei dem Test bzw. auf dem Rundkurs ausspielen. Man muss auch sagen, das Handling ist wirklich sehr, sehr stabil. Der Wagen, der untersteuert nicht, der übersteuert nicht. Man kann relativ früh wieder aufs Gas gehen, sobald man in die Kurve gebremst hat. Und man hängt wirklich die Konkurrenz damit ab. Der Wagen fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an auf dem Rundkurs. Kein unsicheres Fahrverhalten. Ist wirklich gut. Also seine Arbeit macht er auf jeden Fall gut. Und ich würde auf jeden Fall sagen, so der erste Eindruck, der Wagen, sehr, sehr positiv. Definitiv. Also da kann ich jetzt schon die Empfehlung raushauen. Aber ich denke, wir werden dann am Ende, wenn wir dann die Bestzeiten haben, werden wir dann ein endgültiges Fazit zu diesem Fahrzeug geben und gucken, wo der Wagen sich da bewegt. Digga, er fährt hier einfach mit einer Musikbox durch die Gegend. So, gucken wir mal. Also, wir haben mit dem BF Club eine Rundenzeit von 55,7 und somit ist er 3 Sekunden schneller als der Brioso in der Bestzeit. Und das ist definitiv der neue beste Kompaktwagen, wie ich finde. Und kann auf jeden Fall da eine Empfehlung raushauen, Leute. Das Auto ist wirklich sehr, sehr stabil in den Kurven, lässt sich sehr, sehr gut fahren und ist auf jeden Fall sein Geld wert. Das heißt, wenn ihr wirklich jetzt überlegt, einen Kompaktwagen zu kaufen oder wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr diesen Kompaktwagen kaufen solltet, dann kann ich da euch auf jeden Fall nur zusprechen, diesen Wagen zu kaufen. Ich werde euch auch nochmal zeigen, wo es den Wagen gibt, und zwar bei southernsanandreassuperautos.com. Und hier ist er nochmal, der BF Club für 1.280.000 GTA-Dollar. Kann ich nur empfehlen. Hat sehr viel Potenzial fürs Tuning und auch nochmal mit den neuen Felgen, die wir bekommen haben. Richtig, richtig nice. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr daraus auf jeden Fall eure Informationen rausgezogen habt und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Danke an die Leute, die hier mitgemacht haben und mitgeholfen haben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Test. Haut rein. Hab euch lieb, euer Gorilla. Let's go.